bitte, lass anfangen. Guten Morgen. Morgen. Ja, nach Meisterschaft jetzt Pokal. Letzte Woche nach dem 2. Nach dem Sieg in Bonn, unsere einzige in Bonn. Jeden, den wir gefragt haben, der hat auch von den Spielern, neben dem Spiel gegen Bonn, auch schon direkt auf das Spiel gegen Hiesfeld geblickt. Ist das der Charakter der Mannschaft, dass sie immer weiter denkt schon? Ich glaube, jeder weiß, wie schön der Pokalwettbewerb noch werden kann. Und dass dann auch dass dann wirklich beim Sieg noch ein oder zwei attraktive Spieler auf uns warten. Und deswegen denke ich, ist die Mannschaft da genauso fokussiert wie wir. Wir wollen keine Zeit verlieren. Wie viel Rückenwind haben jetzt die letzten Erfolge in der Meisterschaft gegeben? Es war ja eine kleine Durststrecke, die jetzt überwunden scheint oder auf jeden Fall mal gestoppt ist damit. Wie viel Rückenwind gibt das auch für den Pokal? Ja, gewinnen ist halt immer schön. Keine Frage, aber trotzdem wissen wir natürlich auch, dass solche Durststrecken zu einer Saison dazugehören. Wir sind halt nicht so weit, dass wir sagen, wir ziehen konstant auf einem Niveau durch. Das hat auch ein bisschen die Hinrunde bisher gezeigt, dass wir schon in vielen Dingen eine Konstanz war, aber in einigen auch nicht. Von daher hat es natürlich gefreut, dass wir jetzt wieder zwei Spiele gewonnen haben, dann auch noch zwei Auswärtsspiele und die beide dazu noch verdient. Von daher, klar, ist die Stimmung dann schon ein wenig gelöster, aber wir haben jetzt auch nicht alles schwarz gemalt nach den drei Niederlagen. Wie sieht es personell in der Mannschaft aus? Erste Frage vielleicht zu Silvio, der eine Halbzeit wieder gespielt hat. Wie geht's ihm? Hat das gut weggepackt? Also Silvio hat leider wieder Muskelfaserriss im Oberschenkel, das ist halt super ärgerlich. Und jetzt können wir uns natürlich die Frage stellen, hat er zu früh angefangen, war das alles zu früh? Aber er hat sich gut gefühlt, er hat gut trainiert, er hat unter voller Belastung auch trainiert. Und von daher ist denke ich, sollten wir jetzt dann auch uns da keine Vorwürfe machen, er sich selbst nicht und ich natürlich auch nicht, weil ich ihn natürlich auch eingesetzt habe. Es ist jetzt so, wie es ist. Er macht jetzt nochmal eine besondere Therapie in Köln und er hat sich jetzt halt auch ist schon ziemlich niedergeschlagen, hat sich jetzt auch als Ziel gesetzt, dann wirklich im Januar wieder voll anreisen zu können und die Geschichte da abzuhaken. War das auch der Grund, warum er zur Halbzeit dann rausgekommen ist? War das zu dem Zeitpunkt schon? Ja, also er hat ein bisschen über Probleme geklagt in der Halbzeit und dann wollte man natürlich kein Risiko gehen, aber es hat sich halt ganz gut jetzt als Muskelfaserriss. Also nicht nur eine Geschichte, die er jetzt aus Aachen mitgebracht hat, Muskelbündelriss, sondern es war wirklich ist ein Muskelfaserriss. Auch nicht unbedingt direkt an der gleichen Stelle, das müssen wir jetzt auch als MRT muss das nochmal zeigen, aber klar ist, es ist halt wieder was. Was gerissen ist. Aber schon der gleiche Oberschenkel. Ja, genau. Okay. Ja, ansonsten, wie sieht es personell ansonsten aus? Ja, Sani Busic fällt auch aus, wieder mit immer noch diesen Achillessehnenproblem. Der macht jetzt nochmal eine Stoßwellentherapie und mal schauen, wie es da halt weitergeht. Dann ist Noah Gulden ab heute in Norwegen bis am Sonntag. Der wird das noch also auch uns wegbrechen. Das heißt, er spielt mit einer norwegischen U-Auswahl oder warum ist er in Norwegen? Nee, das ist eine andere Geschichte, das ist eine familiäre Sache. Deswegen war das aber schon viel, viel weiter vorher geplant und die A-Jugend ist auch spielfrei. Von daher ist es auch zu seiner Zeit dann okay gewesen, könnte man nicht sehen, dass er sich so entwickelt. Aber jetzt hat jetzt entschuldigt auch, soll das jetzt auch so machen. Wie ist der Zustand der anderen? Ja, Kevin Hartmann nach wie vor. Kevin ist alles gut, also ist auf einem sehr guten Weg. Ist alles im Plan und wir haben auch ganz normal ins Training einsteigen. Dieses Jahr nicht mehr. André Mann sieht auch gut aus, aber man muss da auch so ein bisschen von Woche zu Woche schauen. Ist auf einem guten Weg, belastet schon wieder leicht, auch auf dem Fahrrad. Läuft auch. Ist der Plan jetzt auch in den nächsten Tagen, dass er ein bisschen ins Lauftraining auch einsteigt? Ja, wir haben schon die Hoffnung, dass es vielleicht sogar dieses Jahr noch was gibt. Wird eng werden, muss man sehen, ob es dann Sinn macht, aber die Hoffnung ist schon da bei ihm vor allem. Arbeitet sehr ehrgeizig jeden Tag. Die Frage zielt auch so ein bisschen auf die nicht verletzten Spieler, die ja Gott sei Dank noch in der Überzahl sind, ab. Wie ist der Zustand? Ich weiß, wenn meine Aufstellung noch nicht fertig. Da kommt noch ein bisschen was. Ach so, oh. Ja, dann hat der Basti Wickler nach wie vor große Probleme. Natürlich am Sonntag das irgendwie dann hinbekommen.
Wir sind froh, dass wir da nicht wechseln mussten, weil es wirklich nicht bei 100% und hatte gestern auch gestern mit dem Training wieder aussetzen müssen, weil einfach ja, in Symbiose waren die Probleme zu groß. Den erklärt es jetzt heute nochmal beim Docker. Und Josh konnte gestern leider auch nicht trainieren, hat Rückenprobleme. Müssen wir mal sehen, wie es heute aussieht. Aber ja, Klagen bringt nichts, wenn man Dennis Proska und die Rubis Horn aus der Eier. Von daher schauen wir mal. Gut, jetzt zu den anderen. Ich denke mal, zwischendurch, es waren viele englische Wochen, sehr kraftaufreibend. Ist die Kraft wieder ein bisschen zurückgekehrt? Auf jeden Fall, wir haben uns ganz gut dosiert, auch dann einfach auch am Montag ja einen Tag frei gemacht und am Dienstag einfach mal die gespielt haben oder die halt auch von Beginn an gespielt haben, die haben nochmal auch regeneriert, sind nochmal locker ausgelaufen und haben dann hier halt auch nochmal die Möglichkeiten genutzt, um wieder auf ein gutes Level zu kommen oder mit dem Körper wieder auf das Level zu bringen. Und ja, der Rest hat ein Spielersatztraining gemacht hier im athletischen Bereich. Da war am Dienstag auch mal komplett hier drin. Wetter war ja auch nicht so pralle. Und gestern haben wir dann noch im Freudenberg eigentlich echt schon wieder ein gutes Training absolviert und sind alle gut drauf und alle freuen sich auf Samstag. Ja, kommen wir zum Gegner. Wie schätzen Sie Eastfeld ein? Bis vor einer Woche sogar an der Spitze der Oberliga. Jetzt dritter Platz immer noch. Wo sind die Stärken der Mannschaft? Das ist jetzt nicht so eine große Unbekannte für uns. Das ist schon auch die Mannschaft, die wir immer so im Visier hatten und wo wir auch ja, vor zwei Jahren gegen gespielt haben. Oder vor zwei Saisons hier gespielt haben. Das ist eine sehr routinierte Mannschaft mit vielen Jungs, die auch schon höherklassig gespielt haben. Viel Oberliga-Erfahrung, spielen wirklich einen guten Ball, viel gute Fußballer auch in den Reihen. Und ja, ist eine Mannschaft, eine Oberliga-Mannschaft und eine richtig gute Oberliga-Mannschaft. Würde ich gerne nachhaken, wo sind die Schwächen von Hiesfeld? Schwächen, also erstmal ist ja klar, dass wir spielen halt in Liga höher Fußball. Klar, jetzt können wir natürlich wieder in den Spruch kommen, Pokal hat seine eigenen Gesetze. Gegner spielen in Liga tiefer. Erstmal ist unser Anspruch, das Spiel zu gewinnen. Ich denke, dass wir athletisch auf jeden Fall und körperlich dem Gegner voraus sind. Und müssen einfach schauen, dass wir dann einfach auch mit unserem Tempo, mit unserer Kraft, mit unserer Wucht auch im Umschalt spielen, aber auch im Ballbesitz, dann Torchancen kreieren, Druck hochzuhalten. Und, Standardsituationen auch erzwingen und ich denke, wir haben eine gute Chance, dort auch zu gewinnen. Hatten Sie schon Kontakt mit den Gataric? Die beiden kennen wir ja noch alle ganz gut. Auch immer wieder mal, ja. Jetzt speziell vor dem Spiel? Alles gut. Alles in Ordnung. Also, ist der Daniel verletzt? Der war jetzt gar nicht in der Aufstellung überhaupt drin. War jetzt meine letzte Impfung, ja. Aber am Samstag läuft er mit Kopf und dem Arm auf. Okay. Alles klar. Das Dorotheenstadion, wo jetzt gespielt wird, haben Sie sich das mal angeschaut? Wie ist der Untergrund zu bewerten? Ja, wir haben auch ein Spiel da geschaut und zwei Spiele da beobachtet auch. Zweimal gespielt, einmal gegen TuS Düsseldorf, einmal gegen ETB. Ja, ich denke, das wird schon ein schwer zu bespielender Rasen sein, im tiefen Boden, wie es eigentlich auch fast jetzt überall ist. Das ist jetzt auch für uns nichts Neues, unsere Trainingsplätze sind auch so. Und unser Stadion ist ja auch dann, gerade wenn es nass und feucht wird, tief. Von daher wissen wir aber auch, was auf uns zukommt und müssen es halt annehmen. Also müssen die Platzverhältnisse annehmen. Ich glaube, Bonn war ja auch kein Zierrasen. Nee, alles andere als das. Ja. Also in Bonn war es halt auch schwierig. Der Platz war relativ, nach dem Warmmachen war schon aufgewühlt, war sehr, sehr rutschig und tief. Dazu noch ein sehr eng gemachtes Spielfeld vom Gastgeber. Das war nicht einfach. Also
da zu spielen, war jetzt nicht so leicht. Und ich denke, dass es am Samstag ähnlich sein wird. Jetzt hat Hiesfeld einen ausgewachsenen Torjäger, möchte ich mal sagen. Kevin Menke, 14 Tore schon gemacht, zweiter in der Rangliste da. Muss man da irgendwas anders machen? Muss man den besonders bewachen? Oder vertrauen Sie einfach auf Ihre ganz normale Formation? Also ist jetzt Kevin Menke seit vielen Jahren schon Torjäger in der Oberliga und macht immer seine Tore, Wissen und seine Stärken. Und würde da jetzt keine Sonderbewachung bekommen. Genau wie jetzt auch Stürmer, gute Stürmer in unserer Liga nicht bekommen. Das ist halt wie immer dann im Raum uns verteidigen, mit der Kette verteidigen und klar natürlich die Mannschaft auch nochmal darauf hinweisen, wenn mal das eine oder andere Tor oder die eine oder andere Situation in der Mannschaft auch Video im Vorfeld zeigen und da auch die Stärken auch von Menke vorzubereiten. Frage an Manuel. Wie wichtig ist der Pokal für den WSV und könnte man jetzt vielleicht auch aus dieser Runde mal ohne Minus rausgehen, geht es schon ans Geld verdienen oder noch nicht? Also wenn wir das also aufgeholt haben, was wir bisher ausgegeben haben, dann, ja, dann kommen wir irgendwann mal ins Geld verdienen. Nee, also praktisch, wir brauchen in Hiesfeld, besser gesagt, genießt dann nicht das Aufgebot, was wir woanders hätten aufgeben müssen. Deswegen hoffe ich, dass wir da mal mit dem Plus rausgehen. Aber wesentlich wichtiger ist einfach, dass wir in der Runde weiterkommen, weil ab dem Halbfinale wird es einfach richtig interessant, dann auch mit dem Verein um Geld zu verdienen. Ja, jeder weiß, wer noch im Pokal drin ist, jeder weiß um die Möglichkeiten. Und ich glaube, Stevie hat es diese Woche schon mal woanders gesagt. Zieht es jetzt einfach dann auch mal weiterzukommen als das Halbfinale oder wie schon beim Endspiel, sondern den Pokal auch mal zu gewinnen. Aber dafür müssen wir erstmal die nächste Hürde nehmen, das ist am Samstag, die schwer genug wird. Okay, wie froh ist man, dass das jetzt, sage ich mal, im Rhythmus ist? Es ist ja Gott sei Dank, ist ja kein Wochenspieltag, sondern einige Regionalligisten nutzen das Wochenende noch für Nachholspiele. Sie haben eben, müssen kein Nachholspiel Gott sei Dank mehr machen, sondern können das Pokalspiel spielen. Wie wichtig ist das, im Rhythmus zu bleiben? Natürlich gut, wenn man sich so darauf vorbereiten kann. Vor allem auch, wenn der Kader halt auch sehr dünn ist mit das eine oder andere Verletzungsproblem. Ich glaube, es ist natürlich gut, dass man keine englische Woche dazwischen hat. Trotzdem ist es auch wieder unser drittes Auswärtsspiel in Folge. Wir natürlich auch, freuen uns natürlich auch dann irgendwann. Denn in der Woche danach mal wieder hier bei uns im eigenen Stadion zu spielen. Also ja, ist schon kurios gewesen, die Hinrunde jetzt, sag ich mal, was die Abfolge der Spiele betrifft. Aber ich denke, das habe ich ja gerade auch schon mal gesagt, jetzt was auf die verletzten Spieler bezogen. Klar, man bringt dann nichts, man muss die Situation annehmen, wie sie ist. Und das haben wir bis jetzt gemacht und auch ganz gut hinbekommen. Nach dem Gesetz der Serie in der ersten Auswärtswoche englischen waren 3 Niederlagen, jetzt haben wir 2 Siege bisher. Müsste ja eigentlich Sonntag ein Sieg folgen, Samstag ein Sieg folgen. Ne? Ja, schön, wenn es so leicht als wäre. Da liegen noch 90 Minuten zwischen, vielleicht sogar mehr. Wie gesagt, wir haben es jetzt, ich finde halt, in den 10 Jahren davor ist es, glaube ich, immer ein bisschen unglücklich auf dem WSV gelaufen. Es gab immer sehr oft frühes Ausscheiden, auch mit dem Niederrhein-Pokal. Wir haben jetzt die Möglichkeit, zum dritten Mal hintereinander ins Halbfinale einzuziehen. Das ist eine schöne Sache. Da interessiert dann auch kein Gesetz der Serie oder auswärts oder zu Hause oder in der Woche. Das Ding muss man einfach am Samstag annehmen. Da wird es keinen Schönheitspreis zu gewinnen geben. Da gilt es wirklich gegen eine körperlich robuste, starke Oberliga-Mannschaft, erfahrene Mannschaft einfach dagegen zu halten. Ja, das ist für uns jetzt erstmal Prio Nummer 1 und die anderen Sachen stellen wir da hinten an. Fanunterstützung ist ja immer ein Thema. Auch nach Bonn sind, glaube ich, eine ganze Menge mitgereist. Gibt es da irgendwelche Anzeichen, wie wir das jetzt auch nach Hiesfeld mitmachen könnten? Ich glaube, wir haben es in jeder Pokalrunde jetzt erlebt, dass wir gut unterstützt worden sind. Und ich glaube, das zeichnet uns auch als Verein aus und dafür sind wir auch bekannt. Und man hat ja auch den Bonner Trainer in der Pressekonferenz gehört, wie sehr sich über unsere Fans gefreut hat, wie sie uns unterstützt haben. Dementsprechend wissen wir einfach, dass da ein guter Support da sein wird und dementsprechend wollen wir auch auf dem Platz alles umsetzen, um dann
letztendlich unsere Fans auch glücklich zu machen. Aber ich glaube, die Mannschaft ist so heiß und hat so einen Spirit dieses Jahr drin, dass man das auch immer wieder sieht, dass einfach also bis zum Umfallen kämpft und sich eigentlich mit nichts anderem zufrieden gibt, außer mit 3 Punkten. Auch wenn es jetzt mit Samstag noch nichts zu tun hat, trotzdem danach Brot was essen. Gibt es da schon irgendwelche Zahlen vorverkaufsmäßig, wie das angenommen werden könnte? Aktuell kann ich dir da nicht viel dazu sagen. Also ich glaube, dass unser Medienteam da bisher ganz gute Arbeit geleistet hat und das Spiel auch sicherlich gepusht wird hier in der Stadt. Es ist sicherlich auch von der Seite von Rot-Weiß-Essen, von der Platzierung her, jetzt nicht das Top-Top-Spiel, was sich die Essener vielleicht erhofft haben. Auf der anderen Seite, denke ich, ist das immer ein Highlight, WSV gegen RWE zu sehen. Und dementsprechend müssen wir mal gucken, was kommt. Es ist ein Live-Spiel, ich glaube, wir haben verkaufsoffene Sonntag. Wir müssen mal gucken, wie das Wetter wird. Ich hoffe, dass es nicht noch mehr Ausreden gibt. Fakt ist, wir brauchen Unterstützung und ich hoffe einfach mal, dass mal wieder ein paar mehr Zuschauer kommen. Und dass auch Hühling, was aktuell passiert und auch so ein Tabellenplatz Hühling und wissen, dass das nicht von ungefähr kommt, sondern dass da viel Arbeit dahinter steckt. Und dementsprechend uns auch nicht nur die 2000 unterstützen, die sonst immer da sind, sondern viele, viele Wuppertaler mehr. Dann würde sicherlich am Samstag ein Erfolg dem auch sicherlich wieder zuträglich sein. Sicherlich, ja. Aber nicht nur dem wäre das zuträglich. Natürlich. Auch in anderen Sachen. Natürlich. Aber es ist immer so ein Grund. Alles klar. Okay, danke.